Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 260, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass es uns ermutigt für den Alltag, dass es uns stärkt auch in unseren Beziehungen, in unserer Familie, dass es uns dazu ermutigt auch füreinander da zu sein, uns gegenseitig auch zu ermutigen und dass wir wissen dürfen, dass du durch deinen Geist durch deine Worte in unser Herz hineinsprechen möchtest jetzt in diesem Moment und dazu laden wir dich ein im Namen Jesu Amen wir sind gerade in Josua 15 bei der Auflistung der Städte im Süden Palästinas die dem Stamm Juda durch das Los zugefallen sind wir lesen ab Vers 31, Ziglak, Madmana, San Sana, Leberot, Silhim, Ain und Rimmon. Das sind 29 Städte und ihre Dörfer. In der Scheffela aber waren Estaol, Soria, Asna, Sanoach, En ganem Tapuach, Enam, Yarmut, Adulam, Socho, Azeka, Zaharaim, Aditaim, Getera, Gedorathaim. Das sind 14 Städte und ihre Dörfer Senan. Hadaza, Migdalgat, Dilean, Mitbe, Jokteel, Lachis, Bosgad, Eglon, Kabon, Lachmas, Kidlis, Kabon, ne, Gederot, Bet, Dagon, Naama, Makeda, das sind 16 Städte und ihre Dörfer. Libna, Eta, Asan, Yiftach, Asna, Neseb, Kehila, Achsib, Maresha, das sind neun Städte und ihre Dörfer. Ekon mit seinen Tochterstädten und Dörfern. Von Ekon und bis an das Meer, alles, was an Astot grenzt, und ihre Dörfer. Astor mit seinen Tochterstädten und Dörfern. Gaza mit seinen Tochterstädten und Dörfern bis an den Bach Ägyptens und das große Meer und die Küste. Im Bergland aber waren Shamir, Yatir, Soho, Dana, Kirjat, Sana, das ist Debir, Anab, Estimo, Anim, Gosen, Holon, Gilo, das sind elf Städte. Und ihre Dörfer. Arab, Duma, Esian, Janu, Bet, Tapuach, Afeka, Humta, Kirjat, aber das ist Hebron, Zior. Das sind neun Städte und ihre Dörfer. Maon, Karmel, Sif, Juta, jesreel Yoktiam, Sanuach, Kain, Gibeat Timna, das sind zehn Städte und ihre Dörfer. Halchul, Betzur, Gedor, Ma'arat, Bet Anot und Eltekon. Das sind sechs Städte und ihre Dörfer. Kirjat Baal, das ist kiljat Yarim, und Rabba. Das sind zwei Städte, Städte und ihre Dörfer. In der Wüste aber waren Bet Arawa, Middin, Zechacha, Nipsan und ihre Hamelach und Engedi. Das sind sechs Städte. Und ihre Dörfer, die Söhne Judas, aber konnten die Jebusiter, die in Jerusalem wohnten, nicht vertreiben, so blieben die Jebusiter mit den Söhnen Judas in Jerusalem wohnen. Bis zu diesem Tag ein Hinweis darauf, dass einige der Kananiter überlebt Und trotz des Sieges, den man äh, über die Jebusiter schon im, in, in, in der Eroberung, im Eroberungszug durch Jose errungen hatte, blieben diese Jebusiter hier im Lande. Übrig. Interessant ist übrigens, wenn man ein bisschen mathematisch das überschlägt. Wir haben hier 112 Städte für den Stamm Juda Wir wissen aus der Volkszählung ähm, am Ende von 4. Mose, dass ähm, die zweite Generation kurz vor dem Einmarsch nach Kanan im Stamm Juda äh, eine gewisse Anzahl gehabt hat mit über 70.000. Ähm, Männern, wehrpflichtigen Männern. Und so können wir ungefähr ausrechnen, wie so eine durchschnittliche Größe hier äh, angedacht war. Nämlich mit ungefähr nur 600 bis 700, 680 bis 700 Männern pro Stadt. Also vielleicht so knapp 2300 Einwohner pro Stadt. Und da sind die Dörfer schon mitgerechnet. Also die Städte selbst waren wahrscheinlich noch kleiner besiedelt. Es handelt sich also um tatsächlich sehr kleine Städte, die wir. Heute vielleicht als Kleinstädte oder eher als Dörfer bezeichnen würden. Das wird ganz interessant, wenn man sozusagen auch das Thema Stadt und Leben in der Stadt und ähm, aus, der aus, aus der Perspektive der Bibel nachdenkt. Die Israeliten hatten sehr kleine, äh, fast dörfliche Städte in, in den meisten Fällen. Dann fiel das Los für die Söhne Josefs vom Jordan bei Jericho an, von den Wassern von Jericho ostwärts, die Wüste, die sich von Jericho hinaufzieht, in das Bergland nach Bethel. Und die Grenze verläuft von Bethel nach Luz und reicht bis an die Grenze der Achite bis Ateroth und zieht sich westwärts herab zu der Grenze der Jaffletiter. bis an die Grenze des unteren Beth und bis nach Gesa und ihr Ende bildet das Meer. Das haben die Söhne Joses, Manasse und Ephraim als Erbteil empfangen. Dies ist aber das Gebiet der Söhne Ephraims und ihren Geschlechtern. Die östliche Grenze ihres Erbteils reicht von ataroth ada bis an das obere Bett Horon und verläuft dem Meer zu, nördlich bis Mi'kmetat. Danach wendet sich die Grenze östlich nach Tanat-Silu und läuft daran vorbei östlich bis Januar und kommt herab von Januar nach Ataroth und Naarat und stößt an Jericho und endet am Jordan. Von Tapuach geht die Grenze westlich zum Bach Kana und endet am Meer. Und das ist das Erbteil des Stammes der Söhne Ephraims nach ihren Geschlechtern. Es lohnt sich übrigens, ähm, mal auf einer Landkarte, auf einer bibel vielleicht im Internet mit Google Maps, ähm, zu versuchen, diese Grenzziehung nachzuvollziehen, zu sehen, wo diese Stämme ihren Sitz dann gehabt haben, weil das auch für die spätere Geschichte des Alten Testamentes sehr interessant ist, das ein bisschen mitzuverfolgen. Dazu die Städte. Welche für die Söhne Ephrems abgesondert sind, mitten in dem Erbteil der Söhne Manasses. Alle diese Städte samt ihren Dörfern. Sie vertrieben aber die Kananiter nicht. Die in Gesa wohnten, so blieben die Kananiter unter Ephrem wohnen bis zu diesem Tag und wurden fronpflichtig Noch einige Jahrhunderte würden Kananiter hier in dieser Gegend bei Gesa übrig bleiben. Und das würde sich noch sehr negativ für die Israeliten auswirken. Das wird man dann in den kommenden Büchern des Alten Testamentes noch deutlicher sehen. Halten wir fest, obwohl Gott immer wieder gezeigt hatte, dass er zu vollständigen Siegen willig und fähig ist, haben die Israeliten das nicht in allen Fällen überall angewandt, mit weitreichenden Spätfolgen. Und das Los fiel für den Stamm Manasse. Denn erst der erstgeborene Josefs, nämlich für Machir, den Erstgeborenen Manasses, den Vater Gileads. Diesem wurde Gilead und Baschan zuteil, weil er ein Kriegsmann war. Das war schon zur Zeit Moses auf der anderen Seite des Jordan. Aber für die übrigen Söhne Manasses, nach ihren Geschlechtern, fiel das los auch. Nämlich den Söhnen Abiezas, den Söhnen Helex, den Söhnen Asriels, den Söhnen Sichems, den Söhnen Hefers und den Söhnen Semidas. Das sind die männlichen Nachkommen Manasses des Sohnes Josephs nach ihren Geschlechtern. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, bitte öffne heute unsere Augen für Probleme, die immer noch in unserem Leben existieren, für Siege, die wir noch nicht errungen haben, und für Sünden, die wir bisher noch toleriert haben. Gib, dass sie nicht in unserem Leben bleiben und dann langfristig großen Schaden richten. Hilf uns, sie zu erkennen und mit deiner Kraft und durch deine Gnade zu überwinden. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.